Und ich behaupte, die Unsicherheit ist nicht nur ein unangenehmer Gefühlszustand, den man möglichst schnell aus der Welt schaffen sollte. Sie hat eine eigene Aufgabe und einen eigenen Wert. Wie kann man mit seiner eigenen Verunsicherung konstruktiv umgehen? Das ist heute mein Thema, weil ich glaube, dass wir ein positiveres Verhältnis zur Unsicherheit brauchen, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Denn wir leben in einer Welt, in der sich sehr schnell sehr vieles verändert. Und all diese Veränderungen kommen immer sofort in ihren Schulen an. Ja, Digitalisierung, Migration, Inklusion, Integration und jetzt eben auch noch dieses Virus. Und natürlich erleben Sie mit diesem Virus gerade trotzdem eine Premiere, denn inzwischen begreifen nicht mehr nur Sie, sondern auch sehr viel mehr Menschen, dass Führung bedeutet, Unsicherheit zu meistern. Und das machen Sie schon lange vor Corona, jeden Tag in Ihren Schulen. Sie kommen jeden Morgen zur Schule und finden für Überraschendes Lösungen. Ja, ganz gleich, ob Einbruch, Rohrbruch, Zusammenbruch, Pandemie. Sie finden für Überraschendes Lösungen, weil Sie gar keine andere Wahl haben. Führung in einer modernen Welt bedeutet, Unsicherheit zu meistern. Und Sie tun das die ganze Zeit. Gemeinhin gehen wir davon aus, es sei unprofessionell, sich unsicher zu fühlen. Aber ich möchte Sie heute gerne vom Gegenteil überzeugen. Denn ich behaupte, wer sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht ab und zu unsicher fühlt, der ist eine Dilettantin oder ein Dilettant. Und zwar aus folgendem Grund. Die Unsicherheit hat ja immer zwei Komponenten. Und die erste Komponente, das ist die äußere Unsicherheit. Und das ist die einfache Tatsache, dass wir vieles im Leben nicht vorausberechnen können. Und das erleben wir eben in den letzten Jahren immer häufiger nach extremen Wetterlagen, bei Terroranschlägen oder eben jetzt beim Ausbruch einer Pandemie. Das ist die äußere Unsicherheit. Aber natürlich erleben wir auch im Privaten immer wieder solche Ereignisse, die unser Leben auf den Kopf stellen und die wir nicht vorhersehen konnten. Todesfälle, Krankheitsdiagnosen, wenn mit den Kindern irgendwas schiefläuft. Das alles gehört zur äußeren Unsicherheit. Und die zweite Komponente der Unsicherheit ist dann erst unsere emotionale Reaktion auf solche unerwarteten Ereignisse. Wir fühlen uns dann schutzlos, ausgeliefert und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber dieses unangenehme Gefühl überfällt uns nicht, um uns zu ärgern oder uns irgendwas Böses zu tun, sondern um uns eine Botschaft zu übermitteln. Und die Botschaft der Unsicherheit ist ganz einfach. Die sagt uns nämlich, du kennst dich hier nicht aus. Ja, du weißt gerade nicht, wie es geht. Denn das hier ist keine Routinesituation. Hier passiert gerade etwas Unerwartetes und vielleicht sogar etwas ganz und gar Neues. Wer sich unsicher fühlt, der hat also emotional bereits begriffen, dass er hier mit Routine nicht durchkommt. Und das halte ich persönlich für hochprofessionell. In der Unsicherheit beginnt man eigentlich immer mit einem geistigen Handeln, um dann langsam Schritt für Schritt in ein praktisches Handeln überzugehen. Aber wenn man so, ja, erst in ein geistiges und dann langsam Schritt für Schritt in ein praktisches Handeln kommt, dann nimmt die Unsicherheit meistens ab, weil sie ihre Aufgabe, uns ihre Botschaft zu übermitteln und einen Handlungsimpuls zu geben, erfüllt hat. Die Unsicherheit ist nicht nur ein unangenehmer Gefühlszustand, den man möglichst schnell aus der Welt schaffen sollte. Sie hat eine eigene Aufgabe und einen eigenen Wert. Und ich möchte Sie dabei unterstützen, diesen Wert der Unsicherheit etwas besser erkennen zu können. Nur weil die Zukunft offen ist, können wir uns einmischen, können mitmischen, dürfen Entscheidungen treffen und unser Leben gestalten. Die können nämlich aus Grauzonen Kreativzonen machen. Immer dann, wenn die alten Regeln nicht mehr gelten und die neuen noch nicht da sind, entstehen Grauzonen. Das erleben Sie jetzt auch gerade. Kreativität bedeutet, etwas Neues zu erschaffen. Und nicht zu wissen, wie es geht, wie lange es dauert oder ob man das überhaupt schaffen kann, ist die Voraussetzung dafür, dass etwas Neues entsteht. Denn wenn wir schon wüssten, wie es geht, dann wäre das nichts weiter als Routine und Rezept. Und dann würde garantiert nichts Neues dabei herauskommen. Wenn Sie beschließen,
die Unsicherheit abzuschaffen, verlieren wir Menschen die Hoffnung, die Freiheit und unsere Kreativität. Und wir verlieren die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Mich würde es freuen, wenn Sie beschlossen, mit der Unsicherheit Freundschaft zu schließen. Denn es gibt kaum eine Eigenschaft, die in diesen Zeiten dringender gebraucht wird. Vielen Dank.